Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks. Ich werde mal kurz mein Audiosignal gegenchecken. Das hört sich doch wunderbar an. Ja, herzlich willkommen hier bei einem neuen Stream, und zwar Let's Stream IL2 Sturmik Battle of Stalingrad. Ich habe zwar noch Battle of Moskau, Battle of Kuban besitze ich noch nicht, alleweil. Ja, das gibt es irgendwie noch nicht bei Steam, und anscheinend bringen die das auch gar nicht bei Steam raus. Wir schauen mal in die Karriere rein. Aus dem folgenden Grund: Also, es gab ja der Patch 3.001, war das, glaube ich. Der hat ja die Karriere unheimlich gepimpt. Ich hatte das auch schon mal gestreamt, und das war. Ja, ein bisschen verfrickelt so, ne? Also die Missionen, die generischen, die sind nicht immer ganz rund gelaufen, und da wollte ich mit euch heute mal reinschauen und mal gucken, ob es denn besser geworden ist. So, wir spielen auch, wie gesagt, die Schlacht um Stalingrad. Dann gucken wir mal, Jagdgeschwader 3 Udet. Das würde ich so einloggen. Das ist doch ein guter, starker Name. Udet, einer der begnadetsten Flieger, die je gelebt haben, würde ich sagen. Das ist wirklich völlig fantastisch, was der Kerl mit irgendwelchen Doppeldeckern gerissen hat bei Flugshows. Also, wir suchen uns erstmal ein schönes Bild hier aus. Ein schönes Bild, habe ich gesagt. Das sieht doch schneidig aus. Hoppala. So. Als Namen nehmen wir meinen guten Onkel, der an der Ostfront leider gefallen ist. Was war es, ist der? Ne, es war der 24. Februar. Ja, dann nehmen wir mal 1922. Okay, Pilotenkarte. Da dachte ich mir, dann möchte gern. Es gibt hier. Hier, deutscher Playboy. Born in Berlin. Ich selber bin aus Berlin, von daher nehmen wir das. Die Staffel kommandieren durch Ernennung, und wir spielen den Ironman-Modus. Sobald dieser Pilot verstorben ist oder in Gefangenschaft, war es das dann quasi auch mit unserem Stream. So, dann will ich mal einen Schluck Kaffee nehmen. So, willkommen bei der ersten Staffel, heißt es, glaube ich, kann es sein? Ich weiß es nicht genau, bei der ersten Staffel des Jagdgeschwader 3 Oberfeldwebel. Da dies ihr erster Tag während Durchbruch zur Wolga ist, nehmen sie sich etwas Zeit, die Mannschaftsliste zu betrachten und sich damit bekannt zu machen, wie die Dinge hier ablaufen. Wenn sie bereit zum Starten sind, drücken sie nächster Tag. Neue Post wurde an die Staffel geliefert.
So, hier ist unsere Biografie sozusagen. Wer das lesen möchte, kann ja hier gerade einfach mal Pause drücken und sich das in Ruhe durchlesen. Das sind unsere Abschlüsse. Da ist natürlich noch nichts passiert. Dann schauen wir mal. Die ist wirklich unheimlich gepimpt worden, die Kampagne. So, hier haben wir ein bisschen was zur Staffel, was ein bisschen schade ist, dass dieses Staffelwappen, dass sich das nicht auf den Flugzeugen wiederfindet. Das finde ich ein bisschen schade, weil das, glaube ich, vom programmiertechnischen Aufwand recht überschaubar wäre. Seien Sie gegrüßt. Richten Sie sich einmal in der Mannschaftsstaffel vertraut. Wir gucken uns das mal an. Das ist unsere Staffel. Unser Kommandeur ist Fritz Schulz. Der müsste mal, ist wahrscheinlich Major, richtig? Ist das ein Hauptmann hier? Ne, Oberleutnant. Und hier sind wir. Was sind die Leistungen der Staffel? So, ich sehe gerade. Den Viewer-Count, den werden wir mal woanders platzieren. So. Hoppala. Den werden wir mal dahin setzen, dass der nicht so mit dem Bild hier kollidiert. So, dann kommen wir, gucken wir uns das Hauptquartier nochmal an. Da haben wir eine Übersichtskarte, hier die Staffeln, die hier eingesetzt sind, die Lage hier an der Wolga. Ist das 14. Panzerkorps, was hier einen Vorstoß an die Wolga gemacht hat. Hier ist die 4. Panzerarmee, liegt hier südlich von Stalingrad, die übrigens auch zum Teil dann in dem Kessel eingeschlossen wurde. Nicht komplett wie die 6. Armee, aber eben ein Teil der 4. Panzerarmee wurde da auch mit eingeschlossen. Gucken wir uns nochmal die Weltnachrichten an. Hier sind die Asse. Hans-Philipp, Viktor Bauer, Günter Lützow, Hans-Joachim Massé. Der Stern von Afrika. 102 Abschüsse. Ich glaube, insgesamt hat der 140 oder so kann das sein. Ist nicht durch Feindeinwirkungen gestorben. Also der Tod von Hans-Joachim Massé war wirklich ja, ein Mysterium quasi. Der ist einfach, ja, wenn Patrouillenflug nicht mehr wiedergekehrt. Wer weiß. Eigentlich ungewöhnlich, ne? Also wenn es ein mechanischer Defekt wäre oder so, dann hätte er sich vielleicht auch noch gemeldet bei der Staffel. So, gerade nochmal das Audiosignal gecheckt, aber das ist wirklich einwandfrei, würde ich sagen. Wenn irgendwas ist, dann schreibt es mir gerade im Chat bitte. So, wir haben zwei neue Maschinen bekommen. Zwei F4 und den Bert Schulte. So, wir beginnen mal den Einsatz. Wir gucken gerade mal im Planungsraum. Angriff auf feindliche Transportkolonne. Okay, das heißt, wir sollen Bodenziel bekämpfen. Ja, wie gesagt, also ich schaue da jetzt nochmal rein in das Game, einfach weil das direkt nach dem Patch, also mit dem Patch 3.00 1, glaube ich, oder 2, ich weiß es gar nicht, wo diese Karrieremechaniken hier eingeführt wurden. Jetzt gucken wir nochmal kurz in den Realismus. Da waren, wie gesagt, auf die Mission, die haben einfach nicht funktioniert. Ne? Da ist man dann irgendwo hingeflogen und ist dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da irgendwie im Kreis geflogen. So, Zuschauen zulassen, machen wir mal. Navigationsmarkierung auch, Autopilot nämlich auch. Das finde ich mal ganz praktisch, um bei der Staffel einfach zu bleiben. Und gerade hier beim Stream, da kann man dann mal entspannt mit euch quatschen, während der Autopilot uns zum Ziel fliegt.
Und dann geht das jetzt gleich los. Ich weiß gar nicht, was ich eingestellt habe, ob wir in der Luft starten. Also, wir gucken uns gerade mal die Einstellung der 109 an. Ah, wir haben eine Bombe dabei, okay. Das ist natürlich interessant. So, wir tanken die Kiste ruhig mal richtig voll. Bombentimer 2 Sekunden, ist okay. Und dann würde ich sagen, starten wir. So, Autopilot ist an. Da werde ich jetzt nochmal den Sound checken. Aber das hört sich, glaube ich, ganz gut an, ne? Trotz Motorengeräusch. Wunderbar. Wie stellt er meinen Track IR ein bisschen komisch ein? Ah, okay. Ja, doch. So. Okay, ich glaube, so ist gut. Dann gucken wir mal auf der Karte. Okay, wir sind schon über Feindgebiet. Na, also wie gesagt, das ist Ironman-Modus. Also wenn wir hier jetzt abgeschossen werden, dann ist die Karriere beendet. So, und was müssen wir da genau angreifen? Ich weiß gar nicht, ob wir Geleitschutz dabei haben. Jetzt komisch, wie der meinen Tracker ja einstellt. Irgendwie. Ja, so sollte das einigermaßen passen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie für Geleitschutz. Sieht irgendwie nicht danach aus, ne? Merkwürdig, ja. Okay. Machen wir Autopilot mal aus.
Pauke, Pauke. Mal ein bisschen nach oben trimmen die Maschine. Gucken, ob wir keinen hinter uns haben. Und dann warten wir mal auf unsere Kameraden hier, was die machen. Da ist doch was. Der kurvt hier auf uns ein. Das ist ein Russe, okay. Ah, nicht so gut, ey. Shit. So, die Bombe werfe ich ab. Sonst sind wir zu schwer. Werden wir mal hier leicht steigen. Na, wo bist du? Bisschen vom Gas weg. Ist er. Der hängt uns immer noch am Arsch, ne? Ja, super. Okay, das sieht sauber aus. Dann gehen wir mal ein bisschen mit dem Gas runter. Die Frage ist jetzt, wo sind unsere Staffelkameraden? Da hinten ist was. Das ist der Russe. Ah, shit. Was ist das? Ich hoffe nicht noch ein Russe. Ich hoffe, das ist eine deutsche Maschine.
Fliegen mal wieder ein bisschen nach Südosten rüber. Na, es sind zwei Stück jetzt, ne? Da unten ist doch, sind das meine Jungs hier? Sieht so aus, die sind hier mit dem Bodenziel noch beschäftigt. Wie wär's mal? Ja, greife an, das wäre mal ganz cool, wenn ihr mir helft, Jungs. Ich könnte natürlich überlegen, ob ich jetzt irgendwie runtergehe, ne? Um die runterzuziehen. Ich meine, so sind die halt keine Gefahr. Weil die in der 109 nicht hinterherkommen. Was ist da? Das ist, glaube ich, normales Bodenfeuer. Maschine mal besser trimmen. Da haben die abgelassen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ah, nee. Greifen die Jäger. Naja, die greifen meine Kameraden jetzt an. Das sind alles 109er hier. Das ist, glaube ich, eine 109, oder? Nee. Rosse. Wo ist jetzt mein Fadenkreuz hin? Ich flippe aus, ja. Naja, ist befürchtet. Ah, fuck.
Liste. Jetzt habe ich drei hinter mir. Alles klar, ey. Naja, dann fliegen wir mal zurück. Das hat ja keinen Sinn. Vier Maschinen, die mir jetzt folgen. Mal ein bisschen aufpassen hier mit der Motorleistung. Mal ein bisschen. Bisschen mehr steigen können wir, glaube ich, noch. Glaubst du, mit 300 km/h oder so hat die eine ganz gute Steigrate, die 109. Aber ich fliege jetzt zumindest über deutsches Gebiet, falls ich abgeschossen werde. Dass der Pilot nicht im Arsch ist, ne? Jetzt den Motor auch mal ein bisschen entspannen. Die Maschine uns nicht kaputt geht. Ja, die hängen mir immer noch am Arsch, ne? Vier Russen, ey. Na, herzlichen Glückwunsch. Die sind aber weit weg, ne? Oh, ein bisschen Gas weg, dass die Maschine sich entspannt. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal auf. Mit Nordkurs. Drehen die ab? Nee, ne? Jetzt drehen die.
haben wir nur noch einen hinter uns. Na, wo ist der hin? Shit. Wie sagt man so schön, lose sight, lose fight, ne? Da hinten. Ah, das sind die anderen. Ja, wo bist du? Scheiß Flak, ey. Soll mal aufpassen, wohin die schießt. Na, der haut jetzt ab nach außen, wa? Kriegen wir mal ein Jojo. Du wirst doch nach 109 nicht abhauen. Naja. Fliegen wir nach Hause. Sicher ist sicher. Ich lass mich da jetzt nicht über russisches Territorium ziehen. Oh, wir haben nur 109 verloren.
ist unser Platz da unten. Ja, sieht so aus. Ja, es wäre halt ganz cool, wenn wir irgendwie Begleitschutz gehabt hätten, ne? Vielleicht, wenn meine Staffelkollegen irgendwie aufgehört hätten, das Bodenziel anzugreifen und mir meine 6 mal geklärt hätten. So. Machen wir die Lichter mal an. Klappen ein bisschen raus. Vorsichtshalber noch mal gucken. So, klappen sie ganz draußen. Trimmung noch ein bisschen nach oben. Ja, so ein bisschen aktiverer Chat, Funk wäre irgendwie ganz geil. Na, also, dass man seinen Staffelkameraden irgendwie um Hilfe bitten kann, etc. Ja, das ist halt alles so automatisiert, der Funk. Neben der Landebahn, aber immerhin heile. So, Landung erfolgreich, wunderbar. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit diesen generischen Missionen, ob das nicht vielleicht geskriptet irgendwie besser wäre, ne? Schauen wir mal, was hier passiert ist.
Die Russen haben aber irgendwie auch ganz schön was verloren. Und wir hatten doch auch was verloren hier irgendwie, ne? Also auf jeden Fall kam deine Meldung. So, wir haben schon mal die Pilots Badge. Ist, glaube ich, für den ersten Feindflug, ne? Wo kommt man das? Ah, hier. Der ist gefallen und der ist in Gefangenschaft, vermisst, er ist in Gefangenschaft. Na gut. Ist halt irgendwie echt kacke, ne? Wenn sich dann, wenn du da so zwei, drei Maschinen im Genick hast und dann fühlt sich da irgendwie keiner mal verantwortlich, der irgendwie mal auf die Idee kommt, irgendwie dir zu helfen. Da macht das halt überhaupt keinen Sinn, dass du in so einer Staffel fliegst. Das wäre cool, wenn die da irgendwie noch ein bisschen nachbessern. Okay, das soll es auch erstmal gewesen sein hier von dem kleinen Stream. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Mal gucken, ich werde die Woche bestimmt irgendwie nochmal einen Stummovik-Stream starten. Ihr Lieben, ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.